Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Enderal. Ja, die nächste Aufnahme, ein neues Glück, und das Ding hier auf dem Kopf hat sich jetzt auch schon wieder verändert. Schon wieder ist gut. Seit heute hat sich das geändert. Ich wollte das nämlich mal ausprobieren, wie das so alles so klingt, weil mein alter Kopfhörer, also den ich vorher mal auf hatte, der hat sich leider in seine Bestandteile aufgelöst. Und ich bin ganz froh, dass heute dieses Schmuckstück gekommen ist, weil der andere war nicht mehr lange zu tragen. Das wäre bald schief gegangen. So, hier haben wir ein paar... Ach ja, stimmt, wir haben ja jetzt hier diese Fusionierung der Zauber. Bams! Ups. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hi, willst du auch was auf die Mütze? So, wir haben jetzt auch... Schön, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Krab... Kein Krabbenfleisch? Ernsthaft? Das ist total nett von dir. Was habe ich jetzt hier gefunden? Ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Wie heißt das hier? Meeresspalte. Uiuiuiuiui. Was für eine kräftige Meeresspalte. Nee, ich finde das echt gut. Das ist, falls jemand fragen sollte, was das hier für ein Kopfhörer ist, ist es der Teufel Cage, der jetzt erst rausgekommen ist. Und der hat auch eine gewisse Lieferzeit. Was ist denn das? Drachenfrucht. Ach ja, stimmt. Ich wollte da drauf. Ich erinnere mich. Nimmt's auf? Ja, es nimmt auf. Sehr schön. Ich muss ja nochmal gucken, bevor... Würzgras. Ich kann mich nicht erinnern, dass das beim letzten Mal hier schon stand. So, jetzt ist die Frage, wie können wir denn da hinten gegen diese Skelette gewinnen? Ich sollte vielleicht mal das... Ups. Das hier nehmen, das Menü. Wir sollten es vielleicht erstmal mit dem Bogen probieren. Hatte ich denn eigentlich schon... Ich glaube, Ranzoom habe ich noch nicht, ne? Ne, habe ich noch nicht. Das heißt, wir müssen also irgendwie zielen. Feuer! Ich habe, glaube ich, daneben geschossen. Kann das sein? Entweder fliegt das da durch die Beine oder es passiert was anderes. Er kommt auf mich zu. Wir sollten vielleicht doch probieren, den Feuerblitz zu nehmen. Bumm! Schön, dass es vorbeifliegt. Okay. Der Feuerblitz bringt ein bisschen was. Er bringt aber leider ein wenig. Schön, wie man das sagt. Welches war denn jetzt... Ich vergesse immer, wie der heißt. Das ist aber immer, wenn ich neu anfange. Der Kettenblitz ist das. Boah. Ja, der macht schon ein bisschen mehr Schaden. Boom. So, das Skelett ist jetzt einfach mal ein bisschen zermatscht. Und wie man sieht, muss das so sein? Ach, ich liebe diese kleinen Bugs in diesem Spiel. Es ist einfach wunderschön. So, was haben wir denn hier? Jagdbogen. Ja, den habe ich ja schon, aber wir nehmen mal die Stahlpfeile mit. Ich finde das auch ganz gut, dass die gerade Stahlpfeile haben. Dieser Bogen bewegt sich physikalisch richtig. Schön. Hör mal auf, dich da so blöde zu drehen. Das sieht so falsch aus. Da hinten ist noch ein Skelett. Wir sollten es vielleicht wieder mit, weil der Blitz kommt ja nicht so weit. Der Feuerball schon eher. Vielleicht soll... Was hatte ich denn hier gerade? Ach, Würzgras. Natürlich. Soll ich den... Komm. Ich muss mir das merken. Die 4 und 5. Warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Sage ich immer. So, mal sehen, ob ich den treffe. Naja, fast. Da hinten. Es sieht mich. Es sieht mich. Nicht. Hä? Entdeckt. Okay, das finde ich gut. Das war der Plan. Es hat sogar getroffen. Was macht es da? Okay, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Aber gut, es hilft ja nichts. Na los, komm.
Hau am besten mal daneben. Okay, das klappt ja schon mal. Und das war's für die Skelette. Oh. Ist ja schön. Es ist Matsch. So, Eisenstreitkolben. Ich möchte das Knochenmehl aber nur mitnehmen. Also die Skelette gehen eigentlich. Die sind jetzt nicht so schwer, dass sie nicht machbar sind. Aber ich sollte vielleicht mal... Habe ich das Schild hier nicht drin? Doch. Ich hatte das doch immer auf 2. So. So ist es ein bisschen angenehmer. Dann können wir uns immerhin mal ein bisschen verteidigen. Galonenwacht entdeckt. Ah! Hi! Oh! Da oben. Ich muss das mit den Blitzen irgendwie versuchen. Autsch! Also man merkt das schon mal, dass 2 Blitze nicht unbedingt stärker sind. Das ist ein Blitz, der im Gesamten ist. Ist doch ein bisschen besser. Ich muss noch mal gucken. Der Jagdbogen, der hat auch im Moment keine Zahl. Ist die 3 belegt? Nein. Dann müssen wir das ja mal mit dem Bogen etwas... Ja! Boah, wo schieße ich denn hin, Mensch? Schieße erst mal meilenweit vorbei! Ja, voll in den Schädel. So, jetzt... Oh, man bewegt sich nur... noch einer? Wie viel sind denn das? Hi! Ja, ein Skelett schon mal weniger. Der nächste... Aua! Du triffst mich nicht! Boah! Haarscharf am Kopf vorbei. Ups. Ah! Das finde ich jetzt aber nicht gut. Aber wir können... Ach, das geht natürlich nur... Ach, wie doof. Wenn man nicht im Kampf verwickelt ist. Das finde ich leider ein bisschen schade hier an Enderhall. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sorgt dafür, dass es schwierig wird. Na los! Sieh mich nicht! Bemerk mich nicht! Kommt der jetzt da um die Ecke? Also wenn der da jetzt um die Ecke kommt, ne, dann springe ich hier im roten... im Kreis, wollte ich ehrlich sagen. So, versteckt. Entdeckt. Hä? Was sieht mich denn? Vor allen Dingen, warum heile ich mich nicht? Also diese Tränke sind ja schön und gut, aber irgendwie bewirken sie manchmal nichts. Das heißt, wir essen mal ein Brot. Okay, jetzt weiß ich, was sie bewirken. Alter, ging das schnell. So. Ich bin Mr. Blitz, aber irgendwie... Mr. Blitz, ich bin der Witz, oder wie war das? Hä? Ich bin da hoch! Haben Sie mich gesehen? Ach, natürlich! Jetzt kommt der Nachbar vorbei! Hey, Nachbar! Na, alte Socke! Krieg erstmal einen Blitz ins Gesicht! Oh. Leider halten sie dann doch mehr aus, als ich denke. Ja! Das war getroffen! Das hat getroffen und das hat getroffen! Mensch! Wir sind ja eine richtige Schnetzelmaschine! Oh! Da war was? Ich glaube, ich muss mal auf Feuer umspringen. Weil da war nämlich was, was gegen Feuer sehr... allergisch reagiert. Natürlich, schieß alles vorbei, was da ist, Terra.
Daneben. Oh, verfluchter Mist. Voll ins Gesicht. Ja. So, den muss ich noch einmal treffen. Wumm. Ich brauche Feuer. Ja, Feuer ist tatsächlich ganz gut, aber irgendwie... Nehmen wir nochmal den Vogel, natürlich. Den Vogel wollen. Ja, natürlich. Ho, ho, ho. Habe ich denn jetzt auch mal das Schild? Ja, ich hab's jetzt. Na los! Ja! Oh mein Gott! Finish! Jesus! Entschuldigung. Ich bin gerade einfach nur froh. Wir haben es geschafft. Gerade dieser Typ hier ist der furchtbarste von den ganzen. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, Pfeil. Hallo, ich will den Pfeil haben. Sir, ich will den Pfeil. Ist gerade bestimmt total übersteuert. Tut mir leid, falls das so sein sollte. Ich habe nämlich gerade hier den Ausschlag gesehen. Was ist denn das? Ach, das sind Kanonenkugeln, ne? Stecken wir erstmal das Schwert wieder ein und gucken einfach mal ein bisschen rum. Warum kann ich das Schild nicht mitnehmen? Das finde ich schön. Finde ich besser als das, was ich jetzt im Moment habe. So vom Aussehen her. Lass uns mal hier hoch. Ah, gucke mal. Genesungstrank. Stahlschild. Rüstungswert ist zwar schön, aber ich weiß nicht. Warte mal. Wie sieht denn das bei dem Schild aus, was ich jetzt habe? Oh. Wieso habe ich den kleinen Rucksack nicht umgehängt? Erstens, wenn ich den umhänge, werde ich einen Punkt leichter. Zweitens, schießt das ein bisschen in die Höhe. Warum werde ich denn leichter vom Gepäck? Strange. Ich meine, der Rucksack wiegt doch immer noch das gleiche, oder nicht? Oder dadurch, dass ich ihn aus der Tasche nehme und ihn dann aufhänge... Man kann es sehen, wie man will. So. Rüstungswert 22. Ja, ich bleib beim Stadtwachenschild. Wir müssen vor allen Dingen mal eine bessere Rüstung finden. Oh. Hier liegt das Skelett rum. Hier liegen sogar Rolle der Seelenfalle. Rolle der Wohltat. Und das ist irgendeine Kiste, wo nichts rauszunehmen. 44 Groschen. Bist du denn bescheuert? Boah, ist das schön. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. So, wie sieht's denn? Okay. Einfach mal hingehängt. Das ist aber auch nicht nett. Was haben wir denn hier liegen? Eichenbogen des Frosthauchs. Ich nehme ihn mal mit. Den kann man bestimmt gut verkaufen. Kleiner Rucksack. Kann ich den... Mal so blöd gefragt. Ich habe jetzt zwei... Schade. Ich kann mir keine zwei Rucksäcke umhängen. Wäre jetzt schön gewesen. Stahlbarren, Quecksilberbarren. Nehme ich einfach mal mit. Ihr könnt nicht schlafen, wenn ich wollte. Hier ist eine Schmuckschatulle. Und wir haben einen Granatstein drin. Nicht schlecht. Was ist das da? Der kluge Junge und die Wegestreue. Den haben wir auch noch nicht. Ich nehme den mal mit. Den Schriebelschreibsel. Und dann gucken wir. Oh, Teddy! Oh, knuffig! Oh. Oh, ist der knuffig? Den würde ich jetzt am liebsten mitnehmen. Warum kann ich das nicht? Den will ich mir aufs Bett setzen. So als Deko, weißt du? Total männlich. Da drüben ist eine Kiste. Ich weiß, dass ich da drüben schon mal drauf war. Ach so, ich weiß wieder wie. Okay. So.
Und dann müsste ja hier eigentlich... Aha! Eine massive Truhe... Ich kann die öffnen? Ich kann mich noch erinnern, als ich das letzte Mal hier vor... Stand, natürlich, ich habe doch die... Die Gabe habe ich doch beim letzten Mal mir geholt. Oh, bin ich gut. Weil letztes Mal musste ich nämlich so eine... Bah. Schön, dass er Dietrich durchbricht. Weil letztes Mal musste ich nämlich so eine Rolle benutzen, dass ich diese Truhe aufge... Schloss geknackt, 15 EP-Punkte und wir kriegen zwei Dietriche. Das heißt also ein Plus, 17 Groschen, Lehrlingsbuch, Einheimkampf. Werde ich sofort in mich aufsaugen, genauso wie Elementarismus. Ring der Ausdauer, erhöht Ausdauer um 10 Punkte. Nehmen wir mit, Salz. Auf jeden Fall, wir wollen ja mal was kochen. 20 Pfeile, Wasseratmungstrank, ranzig. Unterwasseratmung für 10 Sekunden, wow. Hut ab, ich ziehe den Hut, ich bin echt gut. Das bringt's ja. 10 Sekunden unter Wasser atmen. Naja, immerhin. Kann ich so... Vielleicht so 5-mal ein- und ausatmen und dann, ja. Dann muss ich schon wieder die Luft anhalten. Traurig irgendwie, dass dieser Trank nicht lange hält. Gibt's denn hier sonst noch was? Es könnte sein, dass hier noch was war, aber da bin ich mir gerade sehr unschlüssig. Ach! Eispranke! Und gucke mal an. Weißt du was? Wir haben doch eine Verwendung für sowas. Juhu! Reicht auch ein Schuss? Nö. Was ist denn da drüben eigentlich? Schade, dass ich jetzt kein Fernglas habe. Das hätte ich manchmal echt gerne. Um mal so Sachen so ein bisschen ranzuholen. Ich weiß auch gar nicht. Da hinten ist so eine... War ich da schon? Nö, da war ich noch nicht. Also laut Karte bin ich im Wasser. Gibt's hier Ebbe und Flut? Wäre natürlich mal nicht schlecht, wenn es das gäbe. Hätte was. So. Hochkommen tue ich hier, oder? Tatsache. Dann holen wir uns hier mal die Truhe. Lederstreifen 8 Stück. Von mir aus... Eine Puppe. Da ist unsere Deko. Ist zwar nicht so schön wie der Smaragd. Wie der Teddy eben, aber... Geil. Einfach mal einen Smaragd gefunden. Warum steht da ein Elch im Wasser? Er muss erlöst werden! Der arme Elch! Also wenn das jetzt getroffen hätte, ich hätte so angefangen zu lachen. Vielleicht sollen wir den einfach erlösen von seinen Nein. Wir sind doch nicht so böse. Kann es sein, dass es hier noch irgendwas gibt? Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Warum macht mein Telefon immer Geräusche? Magister Ragon von der Rückkehr der Novizen berichten. War ein Opfer von Magister Hero Amoklauf, von dem Jesper erzählte. Ich gab mein Bestes, sie zu beruhigen und sie wird nun wieder zum Tempel zurückkehren. Das wäre natürlich die Hauptquest. Wir könnten... Oh, dieser Stuhl! So, wir könnten natürlich auch die, die Hauptquest mal weitermachen. Ne, Moment mal. Das hier mit Theolor, Theanchal im Emporium sprechen, das ist die Hauptquest. Sieht man auch wieder an den Drachenköpfen da. Und was ist das hier? Das Kopfgeld für den Wirkler entgegennehmen. Wo muss ich denn da hin? Oh, Backe. Soweit. Ist ja schön.
Und wie sieht's hiermit aus? Eventualitäten? Tja. So oder so. Muss ich einen weiten Weg, aber wir könnten eigentlich zum Myradenturm hochwatscheln. Aber gibt's hier einen Weg nach oben? Nur mal so blöd gefragt. Ich glaube nämlich nicht. Man könnte da... Hast du hier ein Nest? Komm. Freu dich. Was? Ich hätte ihn getroffen. Willst du mich verarschen, du blöder Backvogel? Schade. Ich sehe den Pfeil. Ich hab den Pfeil gesehen. Egal. Ein bisschen Blödsinn muss man hier auch mal machen. Man kann ja nicht immer ernst bleiben. Oh nein, sag mir jetzt nicht, dass es regnet. Was war das denn? Hä? Schönes Wetter. Das habe ich mir schon die ganze Zeit immer gewünscht. Ich nehme jetzt hier gerade nicht den direkten Weg. Ich nehme einen ziemlich schwierigen Weg. Aber wir können ja klettern. Wir haben Kletterskills. Und anscheinend klappt das. Das ist ja ein Myradenturm. Mensch. Ich muss jetzt nur irgendwie hier runter, ohne mich gleich aufs Maul zu packen. Moment mal. Was bedeutet dieses Zeichen da oben? Das ist doch ein Drachenzeichen. Ich muss dem Ganzen jetzt mal auf den Grund gehen. Aber da müsste ich da hoch, ne? Komm ich da hin? Ich bin jetzt nämlich total neugierig gerade. Komm ich da hoch? Ich will mir das mal angucken. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Ich habe noch 25 Platz. Ist jetzt nicht so viel, aber es ist besser als nichts. Und ich habe gerade irgendwas gesehen. Was ist denn das? Hallo? Es war so klar. Irrlicht. Naja. Na toll. Das ist elektrisch. Das bringt doch nichts. Ich will keinen. Au! Hilf, die Wand. Okay. Es geht eigentlich noch. Mana-Salz. Was macht denn das? Das Mana-Salz. Also ich muss es ein paar Mal treffen, dann geht das, aber... Mana-Salz? Mana-Salz. Festigen Verzauberung. Okay. Es sind ein paar von diesen Irrlichtern hier. Wieso leuchtet das hier so? Ich will es gar nicht wissen. Ich muss da lang. Das ist der einzige Weg. Mist! Natürlich, es weicht aus. Boah, ey. Okay, ich muss mir mal eben gerade was zu essen irgendwie. Kohlsuppe, komm. Besser als nix. Was passiert denn? Was habe ich denn hier eigentlich?
Na, gucke mal einer, schau. Ich sollte vielleicht auch mal mit den Verzauberungen so ein bisschen arbeiten. Mist, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh, ich... Manchmal, weil ich sehe das nämlich nicht immer so. Das ist mein Problem. Oh. Das hat schon mal funktioniert. Aua! Boah. Diese Irrlichter hauen aber auch schon ganz schön rein. Muss ich schon mal feststellen. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Wie komme ich da hoch? Ist hier eine... Ich dachte schon, hier wäre eine Eisenader, aber ist nicht. Warum gibt es das hier? Dieses da, ne? Das sagt mir schon wieder so viel wie, du bist gleich tot. Warum? Mana-Trank einfach. Rolle der Seelenfalle, Silbererz und Zeug. Was ist das hier für Musik? Alter! Da sind noch mehr von diesen. Ich könnte mir jetzt mal so vorstellen, dass ich da irgendwann mal hoch muss, aber jetzt noch nicht. Vor allen Dingen, ich laufe gerade voll den Umweg. Und da wollte ich auch noch hin. Dieses Ziel lasse ich auch mal. Ich drehe mal wieder um. Wir merken uns mal, dass wir hier irgendwann mal wieder hin müssen. Ich sag das so häufig, ich glaube, ich vergesse das. Aber ich muss auch mal mein Inventar wieder leeren. Und vor allem... Ja, das ist da ganz oben auf dem Berg. Ja, komm, ich... Wow. Ich würde sagen, wir laufen mal zurück. Und werden mal das Kopfgeld kassieren. Und wir werden mal versuchen, an der Hauptquest so ein bisschen weiterzumachen. Warum habe ich da zwei Türen-Symbole? Hä? Hier will mich doch irgendwas ein bisschen verarschen, glaube ich. Hier oben ist auch eine Bohr... Ich glaube, wir kommen hier noch an Stellen, wo wir noch nicht mit rechnen, dass wir da hin müssen. Und ich gehe mal von aus, die Hauptquest, also die Hauptaufgabe wird sich noch mehr verzweigen. Und deswegen sollten wir da mal abwarten, was da jetzt noch passiert. Ja, aber bis es soweit ist, heißt es abwarten und Tee trinken und darauf hoffen, dass bald eine neue Folge erscheinen wird. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald, tschüss.